Ich bin der Christian. Ich möchte euch mal von dem Kurs erzählen, den ich Anfang diesen Jahres, Januar 2013, besucht habe bei Käthe. Der Grund, warum ich diesen Kurs besucht habe, war eine Empfehlung von einer Ex-Kollegin. Sie war der Meinung, dass ich aufgrund unserer Beziehung, wir kannten uns sehr gut auf Arbeit, sicherlich dafür eine Affinität habe und das für mich vielleicht auch ein guter Weg wäre, eine aktuell schwere Lebenssituation halt anders zu bewerten. Es ging von Freitag bis Sonntag. Das ist ja erstmal ein bisschen anspruchsvoll, weil man ja 3 komplette Tage investieren muss und man überlegt schon vorher, okay, halte ich das überhaupt durch und wie wird das sein? Und ich kann nur sagen, halt persönlich, für mich waren das die wichtigsten 3 Tage des Jahres 2013. Diesen 3 Tagen habe ich erleben können, warum viele Sachen in meinem Leben passiert sind und wieso ich es mir oft so schwer mache. Ich habe Trance so erlebt, dass man einfach zur Ruhe kommt, wie eine Meditation, und dass man in einer ruhigen Position Bilder auf sich wirken lässt und seinen bewussten Verstand, praktisch das Denken, vernachlässigt. Sie hat dann ganz guten Tipp gegeben, dass man diesen Verstand einfach befiehlt, okay, achte mal drauf, dass in der Umgebung hier alles ruhig ist, dass du dich wohlfühlst und ansonsten hast du keine weiteren Aufgaben. Das Interessante ist halt, dass man die Bilder selber zunächst überhaupt nicht deuten kann am Anfang. Man kann mit denen nichts anfangen. Das ist dann zum Beispiel nur ein Ball oder es ist ein Rad oder man sieht eine Farbe. Oder man erlebt eine Massage oder fühlt es, ob man massiert wird. Das sind so ganz kurze Eindrücke nur und man kann sie selber gar nicht so zusammensetzen. Und Käthe hat da diese spezielle Möglichkeit, dass man, wenn man davon erzählt, von diesen Bildern, dass sie mit gezielten Nachfragen halt einen dazu bringt, selber darüber nachzudenken und selber sich überlegt, okay, was könnten die mir zeigen? Nach dem Wochenende habe ich mir mal so eine Liste gemacht, habe ich glaube ich bestimmt sofort 50 Sachen aufgeschrieben, die ich mir im Leben immer schwierig gemacht habe. Und ich habe an diesen 3 Tagen erfahren, warum ich es mir immer schwierig mache. Ich suche mir nicht mehr die kompliziertesten Freunde aus und mache mir auch nicht die komplizierten Aufgaben privat. Und das hilft enorm. Und so hat wahrscheinlich jeder irgendein Thema, was einen sein ganzes Leben lang beschäftigt und wo man auch immer wieder überlegt, warum mache ich das jetzt hier eigentlich? Wieso sitze ich jetzt hier? Und wieso tue ich mir das an? Wieso tue ich mir gerade den Partner an? Wieso baue ich mir gerade ein Haus, obwohl ich irgendwie gar nicht so dahinter stehe? Wieso bin ich immer pleite? Wieso habe ich immer wieder die gleichen falschen Freunde? Und so weiter. Und dieses Wochenende hilft einem definitiv herauszufinden, warum gewisse Sachen im Leben einem selber immer wieder passieren. Wenn man das erkannt hat, kann man danach neu entscheiden und man kann sich das Leben vereinfachen. So war das für mich.